Ja, hallo meine Lieben, auf der Nachbarbaustelle ist es ruhig geworden. Die Sonne hängt hier hinter den Wolken, hinter dieser Palme. Man kann sie erahnen. Ich hatte gedacht, es gibt Regen, aber ich habe mal vorsorglich den Rasen nass gemacht. Der ist nämlich auch schon ganz schön braun geworden. Ja, und ich zeige euch heute mal wieder die Nachbarbaustelle. Wir gehen mal rüber. Gott sei Dank, es ist nicht mehr gerade so laut. Die Tage war es ja kaum zum Aushalten, da sind wir auch geflüchtet. Ja. Jetzt haben sie hier eine Säule gemauert und sind die am Verputzen. Ah, und ich sehe gerade, da kommt auch noch eine Lampe hin. Ja, ansonsten ist das also hier oben mit dem Dach bis auf die Grenze. Purivat hat sich schon aufgeregt. Ich bin da die letzten Tage sehr ruhig und gelassen. Ändern kann ich eh nichts dran. Wir haben ja gewusst, es wird nebendran gebaut, aber dass so dicht gebaut wird, das wusste man natürlich nicht. Ja, ansonsten sind hier die Rohre und Leerdosen zu sehen. Da hat sich also wieder was getan. Hier oben sieht man ganz viele rausschauen. Der Raum ist auch schon verputzt. Ja, und das wird dann nachher noch gestrichen. Und dann sind die damit fertig. Schauen wir mal hier rein. Hier hat sich noch nichts getan. Hier ist nur Ablage. Ja. Ja, hier muss er noch mal ein bisschen abschleifen dann. Wie gesagt, im Moment geht es etwas langsamer voran. Hier wird auch aufgefüllt und aufgefüllt. Die Säule sieht dann nachher nach mehr aus, als sie ist. Da hinten genauso. Ah, hier ist die Duschabtrennung. Hat auch schon was bekommen. Die ersten Geckos sind auch schon eingezogen, habe ich gerade gehört. Das ist hier üblich, dass man Geckos im Haus hat. Wir haben im Moment nur einen, den will ich noch loswerden, aber da habe ich schlechte Karten. Ich habe gelesen, wenn man Eierschalen zwei Hälften hinlegt, dann würden sie abhauen, weil sie denken, da wäre eine Schlange geschlüpft. Ob das wirklich so ist? Ah, siehe da. Da hat er sich wieder was einfallen lassen. Die Steine, das ist auch nicht schlecht. Wir haben ja dieses Rollo zum Hoch- und Runterlassen, wobei das eigentlich immer unten ist, weil von der Seite der Regen kommt. Ja, ansonsten muss ich sagen, unsere Baustelle auf der Reisfarm, die sieht auf jeden Fall aufgeräumter aus. Aber das haben auch schon einige kommentiert. Da bin ich auch froh drum. Da haben wir auch gleich gesagt, bitte immer den Müll wegmachen. Ja, Wasserwaage einfach liegen lassen. Bräuchte ich gerade eine. Aber das machen wir nicht. Sowas haben wir nicht nötig. Bräuchte ja nur zum Messen und dann wieder hinlegen, aber das machen wir trotzdem nicht. Da frage ich lieber. Ja, gehen wir mal noch hier rum, ob sich hier noch was getan hat. Ja, die haben heute auch Müll verbrannt. Ja, Moment, da ist Matsche, da muss ich erstmal durch. So. Hier hat er so ein Gitter drauf gemacht,
wo der Sturz ist, und da wird dann weiter verputzt. Das habe ich in Deutschland auch schon gesehen. Ja, ansonsten, meine Lieben, gibt es heute nichts zu berichten. Wir haben heute so richtig gefaulenzt. Teilweise mit Air Condition für die grün Angehauchten. Aber es war schwül, warm, unangenehm. Ja. In diesem Sinne, und hier will er bestimmt noch ein drittes Haus hinbauen. Ist ja noch Platz, wenn man eins ins andere setzt. In diesem Sinne wünsche ich euch was, einen schönen Tag und uns einen schönen Abend.